Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Hier ist wieder euer geiler Clown Joker. Und wir sind wieder bei Race to 7. Unsere WM geht weiter. Wir sind in Melbourne angekommen. Und mit dabei ist der Jake. Grüß Gott zu Haus. Der Michi. Der Kenny. Dö. Hallo. Und der Valvo. Servus und hallo. Aber Joker, ich dachte, du bist Ja. ein furzender Clown und kein geiler Ja, Clown. das kommt ja später. Das kam, ich habe ja noch nichts Ach, rausgelassen. Alter. So, ich bin sofort. Wir nehmen immer noch zu Halloween auf. Ich dachte, Valvo, du nimmst. Ich dachte, Valvo, du nimmst immer noch auf. Immer noch auf. Halloween! 4 Stunden Aufnahme. Er verrät, hat es eigentlich nicht verraten, aber er streamt eigentlich gerade live. Der Valvo macht ein Melbourne. Part, zwei Rennen in einem Part. Pause mit inbegriffen. Kenny schon mal Richtig. den Die Chat 3 Stunden Pause, getestet. während Kenny da seine grausliche Pizza gefressen Ich hat. dachte, der Spinatpizza fressen. Ja, die ist so lecker, Gefrieren. Kenny, die Pizza. Nehmt euch doch alle ins Zimmer, Mann. Ja, sie war okay. Ich Wenn wir war sie allein okay. gewesen wären, hätte ich Hollandaise gehabt. Oh Mann. Boah! Ja, Kam Michael, aber spät, oder? Hübsche Sahne so für mich. Geil. Jetzt hol dir die Sahne, du Schlampe. Aber gut, jetzt. Aber gut, jetzt. Das ist eine andere Geschichte. Genau, das ist wieder. Also, das ist eine never-ending Da. Story, ja. Hat es bei euch eigentlich auch diesen Selfman gegeben im Fernsehen? Was? Welchen Senf? Selfman. Selfman? Dass ich sie mal selbst gemacht hat? Yeah. Selfman. Wir sind Nee, war kein Porno, sondern ein Heimwerker. Diesmal der Großpreis von Heim. Australien in der Formel 1, die Eröffnung bei uns irgendwo im Mittelfeld gelandet. Genau, wir sind in Melbourne und Beisler Welche fährt Birne? Mehl. tatsächlich wie immer als erster von uns raus. Ja, gut. Meistens. Nach Le Mans nicht. Ja, ich weiß. Ja, Le und nach Mans Alastor nicht. auch nicht. Auch Andersdorp nicht. Eine schön designte Strecke, überhaupt eine geniale Strecke, ja. Im Albert Park. Wunderbar. Auf jeden Fall, da kann man nichts sagen. Als wäre ich da schon mal selbst gefahren. Kannst du uns ja erzählen, Valvo, wo man überall lang fahren kann und wo du 50 km/h oder wie war da das? zum Beispiel. Hui! Was ist da? 40. Ah, okay. Entschuldigung. Soll das wieder vorkommen? Oh. Bist du selber auch mit dem Auto drauf gewesen, oder was? Okay, ich dachte, du hättest nur so in der Startaufstellung gestanden, so, Ich bin Nimm mich mit, hallo. Rolex, hä? Vor allem das Beste daran ist die Boxengasse hier, Valvo, gell? Das ist eine Turnhalle, wenn kein Formel 1 ist. Yep. Da wird Handball Hier auf der linken Seite, hier da wird Handball gespielt. Jetzt geht's erstmal los für den Beißler. Über 2 Minuten erleben wir hier. Boah, okay. Also wenn man Das nicht ist allzu schön. viele Runden Das heißt, wir sehen schaffen wie. nicht mal 30 Runden. Das war richtig krass. 2 Minuten? Wie lang fand ich ihn? Ja, es macht schon Sinn. 1,30, oder? Fand ich doch. Ja, aber überleg Sind mal, wie ja viel schneller ein andere Formel 1 Autos. Auto als unsere Ja, Kisten eben, hier das ist sind. ja hier ein Tourenwagen. Das ist ja. Die schaffen keine 300. Fand ich dieselbe Schikanen? Ja. Ja. Also bisher ist es gleich. Es ist die ganze Zeit gleich. Aha. Er ist Melbourne GP, das ist dieselbe. Hui! Oh. Bam. Was Alter. sagt die erste Zwischenzeit? Bist du auf Erste dem Zwischenzeit sagt. Messpunkt. Hui. Wow. Oh, okay. 18. Achtzehnter schneller. Vorsprung. Erst da lässt's krachen. Von ist Ivan Müller, den kennen wir schon auf Pole. 2 Minuten 14 ist er Vorerst, gefahren. aber das Ding glaube ich noch nicht da gefahren. Nee, nee. Ja, wir noch nicht. Der Rest ist gefahren. Echt, die Oder? KI schon? Okay. Ja, KI ist schon komplett fertig. Let's go, Michi, let's Die liegen go. schon in der Ecke. Also in Wir Codemasters sind Formel fertig. 1 liegt mir die Strecke Melbourne irgendwie lustigerweise nicht, aber in älteren Formel 1 Spiele lag sie mal wieder. Zweiter Sektor müsste eigentlich jetzt der Messpunkt kommen. Ja, 6 Zehntel hat er noch. Okay, also das heißt, pushen nicht so hart. Randstein, Support. da könnte was drin liegen. Nach dem bitteren Aus in Po, das war aber auch ein Chaos-Rennen, wer es gesehen hat. Letzte Woche, das war aber auch. Einige Punkte dann aber drin sein, wenn das Qualifying schon so gut läuft.
Das ist, ist das Wasser oder ist das Kies? Das ist Kies. Kies. Das ist Kies. Stell dir vor, das Wasser ist das rein. Platsch, so rein vorbei. Flup aus. Auf. Bei Mario. Nee, ich hab's nur, Jahren eingefärbt. Hab's nur vorher hinter den Dingens gesehen. Hinter den sieht her, der Deviator ist da. Es war schon immer so eingefärbt in Melbourne, das Kies. Das ist Nessie. Und jetzt los, zieh mir die Zieh, los. Also, schauen Sie, was immer gerade ausfahren. Schon, komm schon, komm schon, komm schon, nein! Na, oh, schade. 13. drüber. 13. und jetzt Vollrotze. Kavushaka! Das war die Schumacher-Kurve, oder? Trotzdem. Da hat's den Ralf Schumacher erwischt, 2002, der legendäre Startcrash. Oh, wie knapp war das und wen habe ich nicht schlagen können? Ich habe immer Moller nicht schlagen können, so eine Scheiße, wo habe ich es verloren? Ich glaube, im letzten Sektor war ich zu langsam. Trotzdem stark. Im letzten Sektor war ich zu langsam. Jetzt kommt der schreckliche Kenny. Ein Sackschwitzen-Kenny. Also Doppelpol Seat momentan, dann ein BMW, dann zwei Chevys, dann wieder zwei Seats. BMW sieht schwach aus hier. Im Mittelsektor, hast du ja noch gesagt, waren 6/10, also vermutlich war ich da in den letzten beiden Kurven, habe ich zu früh gebremst. Also dein bester Sektor war der erste. Mhm. Da hast du 8/10 Vorsprung. Aber im zweiten war es so hübsch bei, also der letzte. Ja, das ist dann... Im dritten muss ich es verloren haben. Ich glaube, da habe ich diese Haarnadel zu zögerlich wieder gebremst. Aber gut, es könnte einen Top-10-Startplatz geben. Gab es ja auch schon das ewig. Das wird schon, das wird es auf jeden Fall schon. Kenny ist ja schon fertig. Kenny. Das rote Wasser, Kiesbett. Die Lava. Das ist Blut, das ist Blut. Oder Lava. Oh ja, das sagte Jake, weil wir heute Halloween haben. Das sagt er so. Nee, das sage ich, weil ich ein verdammter Gothic bin. Der Himmel ist ja aber auch ganz schön bewölkt. Wieso bist du deine Zuschauer überhaupt, Jake? Ja, wir haben es oft genug angesprochen, glaube ich. Okay. Und sagen wir mal im Intro immer, wenn wir vollgedröhnt wird. Kann man das Wasser schön sehen? Ja gut, okay, das sagt auch vieles, ja. Hier kann man jetzt das Wasser schön sehen übrigens. Wobei momentan habe ich ja wieder das Intro mit Attention. Oh Gott, Kenny! Was machst du denn? Ich wollte nur das Wasser sehen. Jetzt ist es vorbei, es ist im Wasser gelandet. Gott sei Dank ist das die Aufwärmrunde eigentlich erst. Also der Cut ja noch das Limit getestet. Ist was kaputt von vorhin? Aber das mit Attention finde ich ganz cool, Jake. Ja, deswegen, ich habe so viel reingenommen, deswegen, das war ich. Das ist ziemlich das beste Intro, was ich bisher hatte. Ist nur ein bisschen laut immer noch, oder? So die Abmischung? Also Valvo, ja, wenn du dran denkst, für eine Abmischung. Fragt, ob ich, wie viel Arbeit ich in die Videos stecke. Abmischung, ey, ich glaube. Valvo, erinnert dich doch mal an ein legendäres Intro, was ich mal in der Anfangszeit hatte. Yes! Ah, stimmt, ja. Das ist nicht legendär, das ist nervtötend. Heute für die Stimmung verantwortlich, der Jake. Das schon seit FIFA. So, jetzt mal gucken, was der Kenny hier aufs Paket schmeißt. Noch immer geht's. Valvo kennt die Musik noch, gell? Echt. Fast wie die Erdinger Vespe-Musik. Hier im ersten Sektor so ein bisschen noch sieht man noch blauen Himmel. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Michis Skype-Klingelton. Ich finde aber cool, dass wir diese Strecke im Kalender haben. Also ich freue mich wirklich schon drauf, dass wir hier fahren in Melbourne, weil das wirklich eine der besten Formel-1-Strecken ist, die es aktuell gibt. Nicht so wie dieser neumodische Quatsch, der da alles kommt. Sondern ist der von mir oder von dir? Achtung, jetzt mal den ersten Sektor beobachten. Der könnte nämlich von mir sein, aber ich bin 3,5 Sekunden. Oh. Hat sich der Joker ausgesucht, die Strecke. Die KI, glaube ich, war hier auch bei den Testrennen ziemlich... War es nicht Valvo, der Melbourne genommen hat? Ja, ich weiß nicht, deiner von uns beiden. Ich meine, es wäre... Ich glaube, einer hat Kanada und der andere Melbourne genommen. Ja, hast du aber Kanada genommen. Nee. Ist auch unmöglich. Kanada, egal. Ist doch alles bei. Kenny. Aber ich glaube, die KI war hier auch in den Testrennen, was wir hier mal gefahren sind, schon recht von der Stärke her gemischt. Geil. Ich hab's ja schon mal angesprochen, die KI ist, das ist eine Strecke, die nicht zum Spiel gehört. 3,9 Sekunden. Deswegen wird die KI hier auch... Oh, darauf greifen. Aber stark geschafft? Nee, leider nicht. So viel Speed verloren in der Kurve. Sah auf jeden Fall stark gerettet aus. Ich kann nicht warten! Fuck. Oh, ich hier schon wieder... Forst das Bier.
Ja, ist auch kein Sponsor mehr mittlerweile dort. Ich schätze alles Rolex und Heineken. Gibt ja noch die zwei Sponsoren, Rolex, Heineken und DHL, mehr siehst du nicht mehr auf der Werbung. Ja, die zwei Ja, ich hab vergessen, dass noch einer dazugehört. Über 4 Sekunden. Echt? Heineken auch? Aber nicht in Melbourne, oder? Melbourne ist doch, Rolex. Doch, Heineken ist mittlerweile jetzt überall. Ja, aber Melbourne ist Rolex, aber Heineken. Ich kann gut zerlegt haben, denn ich habe in meiner Motorhaubencam keine Motorhaube mehr. Warte, Kenny, wer steht denn da eigentlich? Da ist ja diese Anzeigetafel. Ich kann da keinen Namen erkennen. Serra Werta. Albo, fahr mal lieber raus. Crosser? Reptese. Hallo. Messine. Reptese? Artbaum? Ja, okay, fahr ich los. Ein harter Baum. Langnese. Das klingt ja wie Kalypso-Name. Schmeckt der Sommer. Sicherlich. Sebastian Fett oder Sebastian Bettel? Die nächsten Eintracht. Und da fährt er. Ich gleich die Box geknallt. Unser Quickie. Malmo müsste ja die Strecke noch besser kennen. Der hat es ja schon mit dem Leihwagen gefahren. Wie meine Hosentasche. Fast so also gut wie die Hosentasche. Ne? Aber... Begrenzt da rein und 40 fahren. Nee, warte. Boah, da geht ja echt gar nichts weiter. Was macht er denn da? Er macht Begrenzer drin. Begrenzer? Kannst du mal Gas geben, sonst ist die Zeit gleich vorbei. Du darfst jetzt ohne Begrenzer weiterfahren. Ja, hat sich das so ähnlich angefühlt jetzt mit dem Begrenzer? War das so die Geschwindigkeit, die du mit dem Wagen da fahren durftest nur? Gute Frage. Kannst das sah die, sehr langsam aus. Also. Du kannst ja die 150, 150 Schilder nehmen als Dings. Da kannst du 150 fahren, dann kannst du nur noch 100 fahren. Lava, Malbus, der Lava. Wie in echt. Lava? Vorne die Wand dagegen gewichst. Malbo, wie ist denn deine Bilanz in F1 immer gewesen? In deiner Rennen hier? Also durchwachsen. Aber mehr weiß wahrscheinlich der Jake. Boah, jetzt ist er im Kippen. Dritte Saison war... Was ist das denn, Alter? Dritte Saison war er... Vierter, ja. Und in der zweiten war ich noch nicht dabei. Da irgendwie da Achter. Hast du spät also, gekommen. Da hatten wir noch Spaß an den Spielen, ja. Ich wär erst in der vierten letzten Runde, glaube ich, reingekommen. Hat uns noch nicht gefickt. Ich glaube 8. oder 7. warst du. Im Williams damals. Und der Jay. Williams. Das ist aber schlecht, Wolf. Und dem McLaren. Oh, die legendäre Duelle Cup mit Jake. Oh, Vorsicht! Rülps in der Aufnahme, Kind. Nee, ich will umprofessionell. Das geht nur echt nicht. Das geht nur echt nicht. Sorry, war kein Rülps, das war gekotzt. Also, dann geht's okay. Albo, Boxengrenzer. Jetzt geht's los. Es wird doch 100 pro regnen im Rennen. Ich weiß es jetzt schon. Warum sollte es? So halt, wenn ich weiß. Sehr wolkig hier. Ja, wir haben ja, glaube ich, Joker, wir haben ja schon mal ein Testrennen im Regen gemacht, gell? Wir zwei. Na, ja. Ihr beide im Regen, so. Und wie war's? Mr. T-Shirt-Wettbewerb oder was? Hallelujah, it's a rainy man. So, erster Sektor jetzt. Das zeigt uns der Malmö, ja? Ah, hier, erster Sektor. Top. Ah, jetzt geht's los. Ich habe mal 1,3 Sekunden Rückstand. Fuck it! Und das wird ihm nicht helfen. Das habe ich aber da auch geschafft. Ja, bei einer anderen Runde. Oh, in der Runde danach auch, oder nicht? Ach nee, in den letzten dreien oder so, ne? In Sektor 2 verschissen. Pippi, Achtung! Pippi, Achtung, er kommt! Hey, hey, Pippi. Nee, jetzt war was anderes, warte. Das war Vicky. Genau. Sektor 2. Das war Vicky, Victoria Beckham. Ja, der Schlampe. 3,3 Rückstand.
Oh, ich kann die Hand. Geht's jetzt drum, landet der Valvo vor oder hinter mir? Ja, theoretisch. Ich dachte gerade, du meinst, landet er vor oder hinter der Mauer? Das sah knapp aus. Das sah sehr verbuggt aus. Verbuggt hat wieder zugeschlagen. Unser Fähiger. Ich sollte das eigentlich mal so nebeneinander legen mit dem, was ich in echt gefahren bin. Da bist du mit 40 km/h runter, aber glaube ich. Ja. Bist du damit so eurem Miet-PKW gefahren, oder? Mhm. Im Honda. Ohne Motor schon. Hey. Ohne Alonso. Er ist so dran gehangen. Ohne Kenny. Was? Legt er uns hin? Was legt er uns hin? Was legt er uns hin? Der Valvo. Der Wurst. Mit 3,2 Sekunden Rückstand. Er legt uns eine Wurst. Da knallt der Alfa Romeo vom Joker die Chance der Bots. Voller Taten dran. Also sieht wohl nach Platz 6 aus, hochgerechnet. Ja, schlechtesten Fall für dich. Ja, das ist gar nicht. Ich finde es gar nicht so schlecht. Was der Valvo da macht, finde ich auch nicht schlecht. Ich fahre halt also die Boxenausfahrt, die brauchst du aber nicht übel hier. Die müssten wir ja alle kennen. Die Boxenausfahrt, die anders wie im Po, wo sie so bescheuert war. Die war sie für den Po, in Po, die Boxeneinfahrt. Ich habe sie gut getroffen. Ich dachte, du hast ja am besten getroffen, Kenny. Das muss ich im zweiten sagen. Anlauf auch, mit 20 km/h. Ich glaube, Kenny ist da auch nicht reingeheizt, oder? Aber hallo, ey, da war... Wir sind in der Luft. Ich hatte die Augen zugemacht, als es reinging. Als ich gesehen habe, oh, die Mauer ist da, alles klar. Als es dann viel zu piepen muss, ich, ja, alles super, ey, Leon. Alles super. Als der Klingelton wieder kam. Da war ich der Geilste. Ja, wenigstens einmal. Wenigstens einmal als kein Mann, ne, Wagen? Und unser nächstes Rennen wird dann auch lustig. Das Poe-Blau, Mann. Ist das nächste? Nice. Das ist dann das nächste schon, ja. Da bin ich schon gespannt. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie viele da ins Ziel kommen. Wir haben gesehen, welches gibt es da, ein Infield oder nicht? Nein, hast du schon mal gesagt. Wir fahren nur das Oval, nicht die Infield-Variante. Die Strecke hat ein Infield, ja, aber... Deswegen fragt er ja. Die fahren wir nicht. Er glaubt es einfach nicht, der fragt so zum 10. Mal so. Albo, was ist denn das für eine Boxeneinfahrt? So, kein Bock auf diese Strecke, die ganze Zeit im Kreis fahren. Ja, voll geil. Ja, ich hab's das mal probiert, Michi, ob man da durchbübeln kann. Die Challenge ist dabei, nicht auf die Bordsteinkante rechts zu fahren, sonst bist du raus. Ja, dort bleibst du dran hängen. Hängen. Scheiße. Hängt's bei dir. Ich hab schon im Ansatz so überlegt, ob das nicht ein bisschen Flitzekacke ist. Das war's schon. Ja, kenn ich ja vorne aus mit. Aber nicht so weit. Wenn auch später. Ich hatte auch einen Ausritt, Jocke, also. Zweiter Platz wird er schon. Für den Australien-Experten auch. Kommt hier aber besser durch die Schikane als bei vorhin. Nee. Alpha knattert im Auspuff. Fehlt schon. Nächste Zeitmessung. 1,20, 1,7 Sekunden Rückstand nur noch. Jetzt kommt der Sektor, in dem ich einen Ausritt hatte. Und zwar hier am Ende der Geraden. Mit der Kurve drin. In dieser Kurve war das, ne? Ja, hier war ich draußen. Boah, die trifft der sehr gut. Vielleicht blockieren rechter Hinterreifen, glaube ich.
spannend am Ende. Definitiv. Joker ist hier sehr gut durchgekommen bisher. Er hatte einen Ausritt nur am Anfang, aber der hat wahrscheinlich relativ wenig gekostet. Ja, der von Kenny ging weiter. Jetzt wird es spannend. Jokele, ich glaube, der neue Pole. Nee. Nein, doch nicht. Platz 2 am Ende. 0,7 Sekunden. Also noch ordentlich aufgeholt in den letzten beiden Sektoren. Richtig gut Zeit gemacht. Und jetzt komm, ach komm. Ey. Jetzt bleibt der Jake in 1,59 hin. Ich wollte gerade sagen, da willst du doch gar nicht mehr angucken, ey. Ich kriege jetzt schon wieder Durchfall. Das merke ich doch schon. Recht Durchfall. Ach, leider nur Einführungsrunde. Ja, ob er unter 2 Minuten bleibt? Dann stickst du noch ganz sauber, oder? Mhm. Tick, tack, tick, tack. Ich bin doch der tickende Clown! Was, der fickende Clown? Ja, mich. Düpp, düpp, diddle. Was war jetzt das? Der fickende Clown. Sag ich auch eine Band, Baylor. Hm? Finn Baylor ist ein Wrestler. Eigentlich? Ein Wrestler. Ah, okay. Ein Rösti. Michael de Vrösti. Am besten war ja der Walvorik, wo der Kenny erstellt hat. Und das ging als Walvorik. Wo ist den Vornamen immerhin richtig geschrieben? Jetzt los. Jake? Was ist das denn hier für eine Scheiße? Ah, jetzt. Wenn das mal im Rennen passieren würde bei ihm, ist das, irgendwelche Probleme hatten, aber. Was war jetzt das? Lenkrad ausgefallen, oder? Nee. Gaspedal ist. Lappelt irgendwie so vor sich herum. Fuß verloren. Fuß wollte nicht mehr so. Müsste ich ihn wieder anschrauben. Ist das kaputt, Pedal, oder? Ja, ey, was ist das denn? So, jetzt. Sind die kaputt, deine Pedale? Ich weiß es noch nicht. Durchgetreten auf die Fliese runter, ey, ab geht's. Wir haben hier Laminat. Haben ins Laminat getreten. Da wittern die anderen schon ihre Chance, wenn dem Jake das jetzt noch ein paar Mal im Rennen passiert. Ey, ich würde ja, gar nichts, das war wieder nur Schauspielerei. Der lachende Clown Joker wittert da erst recht seine Chance. Sie hat jetzt wieder Zeit hier brettert. Das hängt davon ab, was das Pedal macht. Ist Pedaler mit dabei, Valvo? Nee, weiß ich nicht. Ist der Horvath mal wieder dabei? Ja, der ist dabei. Ui. So, okay. In der Zwischenzeit. 2,1 Rückstand. Was ist denn da los? Was geht denn da? Oh, da geht ja was. Das wäre dann die. Wie viel der Pole, Kenny? Wie viel hattest du vorher schon mal? Hattest so du schon dritte? Dritte, glaube ich. Dritte, gell? Du hattest schon mal 2 gegen den Jake. Sieht wohl auch nach der weiteren aus. Ist da was beim Gaspedal? Beim Jake nicht in Ordnung? Nee, da der ist der BMW ja, da schon jetzt, am. Jetzt fliegt er uns gleich wieder. Die Ohren. Nee. Nee, 2,1, bleibt dabei. Kenne ich gerade, hä? Wir sind alle ziemlich sprachlos hier. Uns fällt allen so die Kinder. bei Belor. Und bei Michi. Hä? Ja, mir ist ja egal, ich bin ja eh nur E6er. So oder so. Ui, und dann dürfte es jetzt gewesen sein. Kenny müsste die Pole jetzt haben.
An derselben Stelle wie Kenny, oder? Ja. Aber heftiger abgeflogen. Kenny konnte ja gerade noch schön drüber durchfahren und er ist ja fast eingegraben. Waren das einfach die Nerven? Sind da die Nerven durchgegangen? Was nicht. Nee, da ist irgendwas mit dem Lenker nicht in Ordnung. Ich glaube, wenn das Gas nicht mal hundertprozentig an, kann das sein? Ich weiß nicht genau. Weil das, was du hier gerade zeigst, ist ja tatsächlich ein Desaster. Ja. Ja! Also, ich meine jetzt... Das wird so soll es jedes Rennen sein. Ja, pass auf, jetzt im Rennen auf immer WOM zack von 22 auf 1. Ein Erdbeben in der Race 07 WM. Ein Erdbälor. Fremde Menschen. Das glaube ich gerade das Lenkrad vom Jake. Fremde Menschen liegen sich in den Armen in der Boxengasse. Er ist nur 22. Das ist ja Startplatz 5. Außer die auf ihn gewettet haben. Die meinen bitte. Startplatz 5, Alter. Jake, was ist denn da jetzt bei dir? Bevor wir das Rennen starten. Ja, weiß es nicht. Mal gucken. Was hattest du gerade für Probleme mit deinem Lenkrad? Ich hab... Warte mal eben. Ach, da steckt eine Stange drin, deswegen. Ach, ich habe gerade das Lenkrad in der Hand. Passiert. Okay, das geht. Eben habe ich mal gedacht, ich wäre vom Gaspedal gerutscht, aber naja, gucken wir mal. Aber es sah wirklich auch mal zwischendrin so aus, als ist es nochmal langsamer geworden. Also irgendwas war nicht das, was wir kannten von dir. Wir haben auf jeden Fall den Kenny auf der 1, von Joker auf der 2, Valvo auf der 3, Muller auf der 4, dann der Beißler, sensationell 5, da könnte man schon fast sagen. Prio 6, beste Platzierung. 7, Larini 8, Montero 9, Genet auf der 10 und Baylor noch die größere Sensation auf der 22. Glückwunsch an Kenny. Kenny Pole. Ja. 7,8 Sekunden Rückstand auf der Kenny, letztendlich der Jake. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal starten kann. Schon da. Ja, dann schauen wir mal ins Rennen. Yeah. Okay. Konntest du gerade nochmal in die Optionen, Jake? Oh. Regen, ich hab's gewusst. Ich hab's Strecke so gewusst. Ist nass und Vorhersage trocken. Oh Gott, nein. Okay. Oh schon nein, das ist schon wieder so ein Understorp-Scheiße. Ich fahr mit trocken. Bei euch echt los. Trocken? Vorhersage? Ja. Bei mir, ja. Okay. Bei mir ist aber, wie gesagt, nass. Jetzt wieder aussieht aber. Ich fahr trocken los, ey. Es ist mir so. Du fährst Trockenreifen oder was? Ja. Ich hab mich schon mal so angeschissen gehabt damit. Hast dich mit beiden schon mal angeschissen? Schon jemand in der Startaufstellung? Nee. Muss erst noch Boxenmenü machen. Fuck! Was mache ich denn jetzt, ey? Ja, das überlege ich auch gerade. Vor allem, was mache ich denn in Sachen Boxenstopp? Bei mir sagen sie Regen vor. Bei dir, deine Leute stimmen, bin ja auch alle irgendwie. Ja, ich glaube auch. Kängurus gefrühstückt. Also komm, scheiß drauf, ich starte auf Regenreifen. Boxenfans in Runde zwischen 9 und 21. Das heißt 30 Runden? Bei mir geben sie Slipstart. Nein, 28. In etwa, okay. Einmal voll. Vor allem der Himmel ist komplett hell, Alter. Das heißt, ich schaffe die 9 Runden bis zum Regenreifen gar nicht. Bis den Regenreifen, was? Der Himmel ist hell? Okay. Blau, ja. Ah, danke für die Info, da war ich hier doch auf. Fuck, ey, oh, man hätte mir doch mal das Trockenreifen genommen. 20 Sekunden. 20 okay. Sekunden noch. Das geht, ja. Ich hoffe, dass meine Aufnahme noch funktioniert. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr drauf zu gucken, ach, aber in der Regel hat es immer okay. Alle da, viel Spaß, viel Glück. Ich hoffe, bei Jake funktioniert es. Ich bin jetzt mit Trockenreifen unterwegs. Fuck. Starting now. Komm, zieh, go. So, weil es voll komisch ist, war nämlich schon... Alter, ist das ein Spätstart. Es ist nass, also. Oh, Mann. Warst du auf Trocken, Jockel? Ja. Ich fahr auf Trocken. Alter, im Parkour. Was ihr macht? Im Parkflug rauschen wir da zusammen raus, Valvo. Und Joker kann das nützen. Vielleicht hat er einen Vorteil. Hast du Regen? Nee. Oh, Scheiße. Regen gesetzt, Scheiße, Alter. Oh, Alter, Valvo.
Da wird gleich Ivan Muller in Führung gehen. Was? Und Jake hat raus. Einen Sensationsstart. Schau mal, Jake von 22 auf 2. Das war's. Ich bin raus. Eingeschlagen? Ja. Ah, geil. What the fuck? Jake, was hast du gemacht? Regenreifen? Jo. Wo ist Kenny gelandet? Ich glaube, der ist auch noch irgendwo abgeflogen, oder Kenny? Der ist hier vorne. Aber nicht mehr lange. Valvo hat, ist da abgeflogen. Joker kämpft. Ja. Hatte schon Panik, dass ich dich mitnehme, Michi. Ja, du bist da vor mir durchgezwitscht, aber war alles okay. Ich hätte schon was gesagt. Ich habe nur gedacht, oh, was ist denn mit dir los? Aber das war dann ein Ticken zu schnell. Also außer dem Jake haben wir alle Trockenreifen draufgeschnallt. Nein, ich habe auch Regen. Kennt ihr auch Regen? Ja, das habe ich gemacht. Vielleicht habt ihr für den Moment richtig gepokert. Der Joker kämpft wie ich genauso. Der rutscht genauso wie ich rum. Oh, Start, Platz 4. Okay. Es war schon eine geile Start, aber es nützt mir jetzt leider nichts, wenn mir dauernd weg. Oh, Joker. Ich bin aufs Gras gekommen. Oh, Achtung, Joker, jetzt wird's übel für uns. Die Stelle ist auch extrem nass. Aber wir rutschen ja nur rum, wir zwei. Oder, Joker, du rutschst ja auch nur genauso rum. Na, ich muss aufpassen, dass ich den Bremspunkt immer finde, dass ich nicht zu spät bremse. Ja, sonst kachelst du mich, glaube ich, noch raus. Also, dass ich überhaupt mal vor dir in einem Rennen stehe, wundert mich sowieso. Glaube ich gleich nicht mehr. Dann war das genau die richtige Strategie. Boah, wie der Beißler rüberfährt. Nein, ich guck noch rüber. Ich will an nichts Unüberlegtes machen. Guckst du mit dem Lenkrad? Nein, ich guck da mit dem. Hä, einer ist an die Box gegangen. Du bist Dritter, ich bin Vierter. Ich war doch gerade eben schon mal Vierter. Das ist wegen Valvo, der wurde doch. Ist er raus und ist dann in die Box gehüpft und wurde deshalb erstmal als Erster angezeigt. Ah, okay, das ist der übliche Bug. Ich war kurz Erster. Joker ist weit rausgerutscht, damit stehe ich jetzt auf einem alter Podestplatz. Oh Gott! Oh, Kenny. Puh. Die Hoffnung ist, dass es bald irgendwie was war. Deine Vorhersage, Joker, bei mir trocken. War auch trocken gestanden. Mhm. Bei dir auch? Ja. Dann hoffe ich mal, dass es bald abtrocknet, weil ich habe die Boxeneinstellung ebenfalls auf Slick gelassen. Vorne Kenny und Jake schon 15 Sekunden weg. Was ist denn das für ein Rennen? Ich spiele ja trotzdem eine Reife hier bei der Musik mit. Oje, Joker rutscht da hinten wieder ins Kies. Das war auch meine Mühe. Ja, auf jeden Fall die richtige Taktik von Kenny und Jake. Für den Moment, für den Moment. Ja, der Boxenstopp, denn wenn es so weitergeht, haben die den Ball drin. Ja. Dann geht's ums Podest zwischen. Ich will jetzt an mir und Joker. Artefakt, was für eine Scheiße. Artefakt? Artefakt. Artgefunkel. Artgefackel. Die KI ist aber Funke. Schon weit zurück, oder? Joker kann fünf das sein. Sekunden ist der Fünftplatzierte. Okay, weil die scheint nicht mitzukommen, oder? Ja. Nesquik bloß auf der 6. Und Punkte. Schade für Valvo, das ist der erste Ausfall seit 4 Rennen, oder? Jetzt wieder. Understop? Understop, das letzte Mal, aber da bist du ja auch. Understop ist ja noch im Ziel gewesen. Ja, bin ich durchgekommen. Regnen tut's nicht mehr, auf jeden Fall. Das sehe ich in meinem Cockpitfenster, sonst hätte ich Scheibenwischer an. Boah, das ist ja wie Schlittschuhfahren hier. Ich glaube, Spannung ist da vorne drin. Ja, auch nicht, ich kann meine Karre gar nicht kontrollieren. Oh, jetzt Joker attackiert den mich. Außen! Will das probieren? Wird eigentlich in. Aber ich hab die Linie zugemacht, Joker. Ja. Das ist sogar fair. Gott, da ist Vorsicht, ja noch erste Kurve. Nass. Ja, das ist extrem nass. Wir hätten da auch auf Regenreifen gehen sollen, aber.
Schäk hat die Führung übernommen. Das ist hier in der Kurve hat Heidfeld Schumacher mal abgeschossen vor ein paar Jahren. Da haben wir jetzt mal YouTube gemacht. 2005. Ach, das doch war das Schumacher, der abgeflogen ist da damals so extrem? Der ist so richtig aufgestiegen. Das war ein paar Jahre vorher noch. Das war ein paar Jahre vorher in der ersten Kurve, das war der Ralf. Ah. Da auf Barrichello drauf. Achso, das ist die erste Kurve, achso. Ja. Nee, aber im Infield auch mal, oder? Da gab's doch ja, mal. Ja, Schumacher ist, glaube ich, zu. Das war hier, das war an der so. Stelle hier. Hat er 2001 im freien Training mal 4 Überschläge hingelegt. Boah, Alter, 30 Sekunden Abstand zwischen Genie und Dreisler. Ja, das heißt, die habe für den Moment richtig entschieden. Joker ja. Und du auch Joker Slicks, oder? Ja. Valvo, Joker was auf Müller, 10 Sekunden, auch Slicks. Die zwei haben für den Moment richtig entschieden. Was Kenny gesagt hat, schönes, helles Dingens, Wetter, dachte ich, trocken. Für mich war Regenreifen keine Option, weil ich die Hoffnung habe, dass es abtrocknet und dann... So, jetzt hat der Joker gewonnen. Aber wenigstens brauche ich keine Highlights schneiden diesmal. So, den Kampf hat jetzt Joker leider gewonnen, obwohl das jetzt schön war. Ich konnte dich eigentlich gut hinter mich halten, ohne Probleme. Aber ich muss halt hier echt aufpassen, den Bedingungen und Platz zu halten. Das hat sich ja gelohnt, ey. 2 Stunden auf dem Rennstart warten und es dann in der ersten Kurve wegwichsen. Oh Mann. Ich war nicht drin. Aber du hast ja deine Real-Life-Erfahrung hier richtig ausspielen können, ne? Ja, hallo. So, dann kam jetzt gerade mal wieder meine. Jetzt wäre ich froh, wenn ich 40 km/h fahren würde. Und dann kam jetzt gerade mal wieder meine Ausschaltmeldung. Aber Gott sei Dank konnte ich es auf der Gerade gerade schnell. Auf deinem neuen Monitor, oder was? Ja, ja, die kommt immer mal wieder. Aber ich war jetzt auf der Geraden und ich kann da einfach rüberlangen und schnell auf die mittlere Taste drücken, dann geht's weg. So. So, Joker kriege ich auch nur, wenn er hier wieder wegrutscht, aber der fährt auch nicht so ganz sicherer wie ich rum, oder? Nee, kaputt meine Fehler hier drin. Erste Kurve ist so gefährlich, oder? Ja, ich mal zu spät bremsen. Jake hat schon 5,5 Sekunden Vorsprung auf mich, weil ich hier nur Scheiße baue. Die KI kommt da auch nicht zurecht. Nee. Fast 11 Sekunden Vorsprung. Nein, kommt generell auf den nicht zurecht. Laber. Horvath hat einen Platz verloren. No. In Po habe ich den Kameramann für die TV-Regie gespielt und darf das der Valvo machen in dem Rennen. Jordan und Kurthaus ficken sich gleich weg. Die müssen ja übelst langsam sein hier auf dieser Strecke. Wäre interessant, wie die fahren, auf was die fahren. Wenn ich hier ja, leider nicht. Platz 4, Platz aber 5 mit heimnehmen kann. Oh, los. Dann kann ich mich ja schon bald an Richtung Menü ranarbeiten. Mit Platz 4 wärst du einen Punkt noch weg. Sag ja, das sind ja 5 Punkte. Wenn der nicht punktet, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ist der überhaupt dabei? Ja, dabei ist er. Das wird uns Valvo sagen, wo der ist. Auf der 12. Okay, also nicht in den Punkten. Also würde das stimmen, ein Punkt. Werd ihr noch getrennt, wenn es so bleibt. Weil ein Trauerspiel für Chevy, der beste, Larini auf der 6. Stimmt, an den komme ich auch dran. Horvath verliert Plätze und Plätze, nur noch auf der 8. Taff im Menü. Was macht Huff? Weiter hinten. Menü. Was macht Huff? 11 und 12. Na, das läuft doch im Moment gerade für mich. Das Rennen hier. Bei Joker krieg ich jetzt nicht mehr, der hätte jetzt glaube ich nicht arrangiert. Was los, Kenny? In die Wand gedutscht. Gott, Kenny 6,5 und dann kommt Joker und ich mit über 50. Dein Gruni dürfte irgendwas gehabt haben, der ist abgeschlagen. War vorhin die gelbe Flagge, die sie da eingeblendet hatten.
Häsler kann dem Joker nicht folgen. Nee, das war aber auch klar. Wenn der Joker vorbeigeht, wird's schwer. Aber ich konnte ihn vorhin erstmal gut verteidigen, wo er es versuchen wollte. Aber dann war es vorbei. Wenn er vorbei ist, dann war es das. Aber ich denke, dass ich gucken muss, dass ich diesen Platz, den ich jetzt habe... Müller geht ran. Müller geht an die Box. Die kommen alle rein. Na, hoffentlich nimmt der hier keine Trockenreife mit. Die gehen alle rein. Dann wird so ein Chaos wie Understorp. Balbo, du musst behalst es mal im Auge, was mit denen passiert, gell? Ob die schneller werden. Schaut, optisch sieht man es gar nicht, ob die irgendwas Neues draufpacken. Nee, das sieht man leider nicht. Das kann man nur bei F1 erkennen. Ist da noch die Gischt auf der Strecke? Ja, die ist auf jeden Fall noch da. Die Strecke ist auch noch total nass an einigen Stellen. Da, ich meine, die Strecke jetzt... wird zwar schneller, ich meine, es wird ein bisschen trockener, aber... Ja, ich habe jetzt bei dem Sektor minus 2,4. Das ist meiner besten Zeit. Jetzt kommen sie alle von mir raus. Oh nein. Duste fährt aus der Box und zittert erstmal wie bescheuert. Ja, hat Haft gerade auch gemacht. Kenny geht weit. Hat eine Drifteinlage. Und da der Bandit-Maschine. Herzlichen Glückwunsch. Wilson Musch ist on fire. Wie groß ist dein Abstand jetzt, Michi? 39,7 auf dem 5. Platzierten momentan. Ich jetzt bin ich gespannt, ob die aufholen. Jetzt bin ich auch gespannt, weil dann werde ich mir strategisch was überlegen. Aber eine Zwei-Stopp-Strategie könnte mir wahrscheinlich einen Platz versauen. Na ja, gut, die müssen ja auch alle nochmal rein. Sind außerhalb des Boxenstopp-Fensters. Stimmt. Von so her... Von daher gesehen könnte eine Zweistoffstrategie aufgehen. Aber jetzt nicht, dass es so wie ein Understop ist, so ekelhaft, dass die jetzt voll abgehen. Das eben, das meinte ich mit vorhin, das muss man beobachten, dass die das nicht so... Aber Understop war eine Originalstrecke, das ist nochmal was anderes. Die war vom Spiel. Die Strecke ist es hier nicht, das ist also auch ein Unterschied. Jetzt habe ich 40 Sekunden Vorsprung. Okay, das heißt, du baust den sogar aus? 40,1 jetzt Vorsprung, 40,2 der Gerade, also scheinet doch noch nicht, oder die sind auf Regenreifen gegangen, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass generell die KI hier halt nicht so viel zu melden hat. Dann ist das gut für mich. Ich bin, wie gesagt, fahre ich jetzt so viel heraus, damit ich hier diesen vierten Platz holen kann. Schauen wir mal dem Clown unseres Vertrauens zu. Das wäre nach Le Mans das zweitbeste Ergebnis. Meine beste Runde mit 2,24. Hinter Menü bildet sich aktuell keine Gischt, was ein bisschen... Bei mir bei Larini hinter schon. Mir ist auch nicht mehr so viel Gischt. Denk mal, kommt auf die... Ja, jetzt hier auf Start und Ziel zum Beispiel, okay. Schnell durch den gelben Kies dödeln. Zack. Gerade ist. Aber die Gischt wird tatsächlich weniger. Ja, Oh, den fix wegnehmen hinter dir, Kenny. Achtung, ja, Menü. Start und Ziel. Okay, Start und Ziel bin noch weit weg. Fährt wieder. Habe ich den berührt? Nee. Ob nicht. Ich wollte sagen, einen Einschlag hatte ich nicht. Ist vielleicht wirklich, dass die auf Trocken schon losfahren? Könnte ich mir vorstellen, dass die jetzt auf Trocken sind. Die so rumschlingern. Meinst du, die waren vorher auf Regen? Ja. Das ist schwach gewesen. Naja, aber im Qualifying schon sind sie nicht nachgekommen. Ja, aber selbst so. Dafür dann... Fahrrad vorbei. Vom Himmel her merkt man auch nichts, oder? Das ist noch ziemlich gleich. Ja. Bislang. Gut, der hat ja eh keinen Regen. Ich kann sagen, der Himmel zeigt ja eh nicht an, dass es irgendwie regnen sollte. Ja, zumindest auch dunkler und heller.
So, dann jetzt spreche ich. Kann ich mitnehmen über Runden? Check. So, jetzt habe ich 20 Sekunden auf den Joker Rückstand und 40 Sekunden Vorsprung auf den 5 Platzierten. Also brauche ich überhaupt keine Risikoritt hier mache, sondern ich kann ganz gemütlich meinen Fahrstil fahren, ohne Angst haben zu müssen. Oh! Da geht mir das Heck weg. An der Stelle, an dem Schumacher damals seine 4 Überschläge hatte. Oh! Oh! Passt alles, hier ist alles gut. Weiß nicht, ich sehe den Müller hier direkt vor mir, den 5 platzieren. Oh, mir bricht ganz schön das Heck weg, auch jetzt wieder beim Anbrechen. Oh, Larini, Alter. Oh, wieder zumacht, ne, Kenny? Hast du es gesehen? Naja. Alter. Der hat echt zugemacht, der hat die Kontrolle beim Anbremsen verloren. Der schlingert beim Anbremsen auf die Kurve, um die Karre zu halten, ey. Zu spät gebremst. Schon wieder. Wie bremsen sie denn auf die Kurven an, ey? Links, rechts, links, rechts. Ja, deswegen sage ich, die sind sicher auf Trockenreifen, so wie die fahren. Das ist ja auch so geschlingert. Ich habe auch angebremst und zack, boom, ist mein Heck weggebrochen. Oder meinst du nicht, Kenny? Ich weiß es nicht. Ich weiß, die kriege auch einfach scheiße. Ich glaube beides. Teils, sind auf Trockenreifen. Der eine, der sich hinter dir weggelegt hat, ist der. Ja doch, die haben beim Anbremsen auf jeden Fall Probleme. Beim Anbremsen geht denen der Arsch rum. Ja auch. Wie bei mir. Aber man könnte halt sagen, dass wenn es in 3 Runden oder so trocken wird, dass die dann abgehen. Aber da haben Kenny und Jake auf jeden Fall genug Vorsprung, ihren Reifenwechsel machen zu können. Alter, jetzt bin ich schon in Larini reingeknödelt, ey, und der fährt immer noch vor mir. Jetzt habe ich ihn. Auf Start und Ziel geht's noch Gischt. Wir wirbeln hier ganz schön was hin und her. Aber ich dachte, er schiebt dich raus, Kenny. Ich habe das Phänomen, dass wenn ich anbremsen will, mir immer leichtes Heck rumkommt. Also vermute ich, dass die KI Trockenreife hat. Bei mir genau dasselbe auch passiert. Ja, aber. Ist der Joker auch irgendwie überrumpen? Aber kein weiterer Ausfall bisher. Der WM-führende Larini auf Platz 6. Was, der WM-führende? Achso, ja, von der KI. Der WM-führende. Huff auf der 10, Menü auf der 12. Spielt alles dem Michael Beißlein die Karten. Thompson auf der 7. Ivan Müller auf der 5. Ist das Wetter irgendwie anders geworden, der Himmel? Ein bisschen grauer, ne? Ja. Die KI wird sich auch denken, toll. Super. Vorhersage war doch trocken und nicht Regen. Ja gut, wir hatten das ja schon öfter. Dass es ein bisschen grau wird und oder richtig grau wird und es regnet aber trotzdem nicht. Valencia zum Beispiel. Obwohl jetzt entweder ist das von außen oder ich höre hier gerade Donner. Ja, das ist im Spiel. Kann man. Hat sich aber lang gezogen gerade. Ich weiß nicht. King Kong. Boah, Jake. Jetzt wär's Fenster auf. Krasse, eine Minute von Kenny of Joker. What the fuck? Und da Platz 5 schon alle überrundet. Es wird richtig grau sogar jetzt.
Ja. Mhm. Und jetzt mal in die Cockpit-Perspektive gewechselt, um mitzukriegen, falls es regnet. Oh ja, ist jetzt richtig. Ja, denn der fahre ich schon seit Laguna Seca. Ja. Aber ist realistisch. Ja, ich komme mit der mittlerweile auch besser zurecht als früher. Aber noch sehe ich nichts, aber ich sehe mit Erschrecken die dunklen Wolken. Joker, traut sich nicht zurecht. Nee, komm ich ran. Okay. Alter, wie er vor mir einfach quer steht, der Muller, Alter. Bremst aber echt spät hier. Alter Falter, ey. Jake schon wieder auf und davon, wie immer. Von 22 gestartet, das ist das Schlimme dran. Echt gut weggekommen, Jake, oder? Am Start? Der Start war besser, ja. Oh, Jocke. Ich würde sagen, der war sensationell, oder, Jake? Also, es ging erst beschissen los, weil die Hälfte fast nochmal stehen geblieben ist und ich da sogar in einen reingerödelt bin. Oh. Erste Kurve und auch zweite Kurve. Richtig gut okay. gemacht. Lebe, alles gut. Ich gehe bei. Mich hat's voll überrascht, weil die Lichter schon auf grün gingen, aber es ging noch nicht los. Erst wenn die Lichter ausgehen. Aber wenn sie grün sind? Das ist der Nachteil, wenn man vorne auf die Ampel gucken kann, ne? Ja. Wo man nicht nur auf die Lichter achten muss. So ein Scheiß. Erstmal vor der Frühstart gehabt, dann nochmal stehen geblieben. Ich hab mir schon gedacht, als ich das gehört habe, bei dir so, oh! Boah, der Himmel wird aber wieder an einige Stelle heller. Ja, das ist schon wieder ein Chevy, der sich weggelötet hat. Hinter Jockel. Wird aber irgendwie nicht trockener hier. Ja, nicht mehr wirklich jetzt. Überlegst du reinzukommen, Jockel? Sind noch ein paar Minuten bis zur Halbzeit. 36,5 Minuten noch. Reifen mitnehmen. Bin ja da immer so ein toller. Also ich bleib bei Slicks. Der greift immer ins Klo. Ja. Schon bei Formel 1 immer gewesen. Und auch hier. Ich werde weiter auf Slicks vertrauen. Oh! Kiesbett! Komm raus! Kiesbett! Komm raus, du bist umzingelt. Gott, nur noch unter 30 Sekunden. Ich verliere die Plätze noch, wenn es so weitergeht. Weißt du, ich bin innen. Danke. Und dann fahr vorbei. Ich kann jetzt hier nicht bremsen, sonst bin ich überrascht. Oh Gott, Jack, du hast noch einen Riesengischt. Also vielleicht muss ich mir doch überlegen. Aber wenn ich jetzt Regenreifen nehme, ist wahrscheinlich zu spät. Dann wird es auf einmal trocken. Aber dann wird es nachher auf einmal trocken und das wäre dann der Griff ins Klo. Ja, vielleicht könntest du dann noch einen Joker attackieren, wenn du jetzt auf Regen gehst. Dann wird er selber auf Regen und die Messe ist gelesen. Ja, ja. Eben. Ist die Messe ja was macht denn die KI da? Fährt geil, was? Geil. Ja. Eigentlich so spät wie die Bremsen dürften ja eigentlich ja nicht so zum Stillstand kommen, tut mir leid, also. Mhm. Das sieht die Kurven noch bekommen alle. Unrealistisch. Die auch gerade eingenetzt. Das, wenn die so spät bremsen, verstehe ich auch nicht, warum die dann so langsam sind. Alter! Oh, fick dich weg! Dein eigener Kollege. Scheiß Freitas. Na, Snetsky, hast du Angst bekommen? Nee, hast du Angst in der Buchse? Ja, hast du Schiss? Hey! Kenny geht's weit. Weg da, Snetsky! Schon Wolkenbogen! Schon
Statt Zielgerade ist nur noch an einigen Stellen Gischt. Das ist also schon eine trockene Ideallinie gegeben. Dachte, der Freitagskachel hätte dich voll raus, so wie ein Schlinger gekommen ist. Also berührt hat er dich auf jeden Fall. Weil du kannst ja mal kurz bei der Sitzungsinfo gucken, hat sich da auch jemand bei dir mit dem Wetter vom Stand her getan? Feucht und Regen. Okay. Aber feucht noch, jetzt ne? Feucht und vorher soll Regen. Hatten ja am Anfang war es ja nass und trocken. Vorhersage. Ja, die Vorhersage bei Valve war von Anfang an Regen. Ja. Aber die Streckenbedingungen sind anscheinend dann leicht verändert. Passt ja auch. Aber Abstand steigt jetzt nicht mehr extrem, oder? Gut, Kenny hatte gerade einen Fehler, aber es bleibt so bei einer Minute. Weiß ich nicht, ich glaube, der steigt schon an. Eine Minute 10 hatte ich auf der letzten Tafel. Okay. Zwischen den beiden. Beißler. Wie die KI diese Kurven nehmen, nee. Auf dem letzten Moment bremsen und dann schlingern sie daher. Dass die das überhaupt gebremst kriegen. Das war auch wieder zu spät. Das geht weit für Jake. Vorsicht, Jake. Die KI vögelt einen da gerne weg. Okay. Regen oder trocken? Okay, auf Start und Ziel verschwindet die Gischt so langsam, oder? Nein, doch nicht. Nee, jetzt ist sie wieder da. Bisschen. Sind nur einige kurze Stellen, wo man das Gefühl hat, sie ist weg, die Gischt. Alle 23 fahren noch. So, jetzt kommt die Michael Beißler Gedächtniskurve. Da haben wir uns schon zweimal weggedreht heute. Ah, die hier, okay. Das war die Kurve, in dem Schumacher eben seinen Vierfachüberschlag mal im freien Training hatte. Oh, ich dachte, das war die Startkurve. Okay. Nee. Das war die. Startkurve war eben das mit dem Ralf, wo der Ralf 2002 beim Start auf den Barrichello drauf gebrettert ist. Dann gab es doch die Kollision dahinter, wo glaube ich noch 9 andere Autos dann kreuz und quer standen. Jake. Aber schön bekommen. Ui, ich hoffe wieder quer. Rangoni steht zur Überrundung an. Beißler ist auch schon einmal überrunden. Ja, aber ich habe viel mit meinem Auto zu kämpfen, weil ich immer wieder Angst habe, es dreht sich. Gerade die hier jetzt auch, wenn du mal beobachtest beim Bremsen, wie ich immer wegrutsche. So unangenehm. Halbzeit haben wir jetzt geschafft. Ja, und die fahren auch auf Trocken, bestimmt wie ich auch. Und mein Abstand kann ich gerade so zwischen 27 und 29 halten.
den Platz will ich schon gern haben. Platz 4, das ist ein guter Platz. Boah, ich gehe Risiko. Was machst du, Slick? Nee, was tanken gleich angeht. Nix. Ich hab 40, ich hab 40 Liter eingestellt, das sollte passen. Jedoch Risiko, was die erste Kurve betrifft. Ja. Ohne Fisiko. Was dem Boxenmenü? Ja. Ich höre es doch schon wieder donnern. Ja, aber ob das Wind ist, ich weiß nicht. Ich gar nicht. Könnte auch Wind hier sein. Ich glaube, das Donnern hört sich in dem Spiel noch ein bisschen anders an. Also das Donnern, was du meinst, hört sich eher an, wenn meine Reifen... Das ist das, was, glaube ich, Donner ist, wenn das... Wenn die das Reifen am Donnern falsch schrammen. Oh, Jake. Bin gerade bei V-Lot dazu am Zuschauen, auf einmal kommt so ein BMW vorbeigeschlittert. Dachte ich, entweder die KI wichst es jetzt weg oder du bist es. Na, weggewichst habe ich es nicht. Nee, aber fast. War knapp. Horvath verliert immer mehr, mein Bro. Ich habe keinen Schimmer, ob Trocken- oder Regenreifen, ne? Ich würde auf Regen bleiben. Also ich werde wahrscheinlich nachher auf auch auf Slick bleiben. Konsequent. Wie behindert die alle diese erste Kurve anfangen, ey. So, jetzt hoffe ich, dass ich den Rangoni, ohne dass er mich da trifft, überrunden kann und den Korthals auch. Komm, mach Platz, Junge. Oh! Da kommt auch schon der Kenny. Angedonnert. Hier mit eurem Donner. Naja, kommt jetzt da. Ja, Kenny. Korthals. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Puh. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Warum habe ich schlechte Erinnerungen an Korthals? Hm. War das schon... der in Pau? Nee, in Pau. Nee, das nicht. War der. Oh. Oh. Wie fährt der denn hier, ey? Und der eine mitgibt. Alter! Hier, nimm das, Kenny. Au! Nimm mich die Fahr, ich bin auch weit genug weg. Ja, ich hab den Rückspiegel doch oben. Cockpit. Du bist zu weit weg, ich verliere zu viel Zeit, wenn ich jetzt bremse. Alles gut. Ich guck dann mal, wenn du näher dran bist, dann. So weit von der Ideallinie weggefahren bist, oder war es deine Standardlinie? Es war meine Standardlinie. Ich, wie gesagt, ja, meine Reifen verschleißen. Ich bin ja auch die ganze Zeit auf Slicks Renningenieur. Ich weiß das. Don't talk to me in the corner. Ich hab doch gar nicht mit dir in der Kurve gesprochen. Ich hast du nur eingebildet. Halt die Fresse! Ich schnauze, du Arschloch. Aber Kenny, jetzt wäre ich vorsichtig, weil jetzt kommt meine Stelle, wo es mich gerne dreht. Okay. Okay, Kenny, gehst du hier vorbei? Ja, ich geh rechts vorbei, danke. Weil, und jetzt fahr schnell weg, ich fahr auch ganz langsam, weil hier dreht's mich weg, sonst räum ich dich runter, wenn's mich hier dreht. So. Habe ich nicht mal viel Zeit verloren durch das Manöver, das war gut. Ich gehe jetzt in die Box. Platz 4, das sollte machbar sein. Okay, was machst du, Joker? Regen? Ich gehe auf Regen. Oh Gott, krieg dich mal die Boxeinfahrt. Oh Gott, das ist schlecht. Hier habe ich zum Beispiel kein Spray. Kannst auch durchfahren, Joker. Das ist, okay. An einigen Stellen wirklich schon kein Spray mehr. Deswegen bin ich ja so mal überlegen. Das wäre es jetzt echt, wenn Joker jetzt auf Regen geht und es wird trocken. Das wäre wieder so der Klassiker. Na gut, ich rechne mir jetzt sowieso nicht mehr aus, also. Die Platz KI muss ja nochmal imaginieren. Sein normal. Weil hinter dir bin ich. Also sollte dir Platz 3 sicher sein. Weil die KI wird uns nicht einholen können. Die KI wird sowieso nochmal in die Box müssen. Die ja, sag das nicht. Das haben wir uns in Understop auch gedacht. Ja, aber sie war ja vorm Boxen. Sie war ja vorm Boxenstoppfenster. Ja, ja. Klar. In Understop waren sie auch nochmal. Aber in Understop haben die da so massiv aufgeholt, als trocken wurde. Ja, aber schauen. Da konnten sie das Rennen doch ein bisschen mehr oder besser mithalten. Aber das ist ja hier schon nicht verschärft, ja. Jodan wäre der nächste Überrundete, den wir jetzt bekommen. Joker wieder draußen, auf Platz 3.
Nur noch 10 Sekunden auf Joker. Da war aber an der Box. Mhm. Ich noch nicht. Aber ich warte. Oh, was? Nur noch 24 Minuten. Das ist aber schnell gegangen, das Rennen. Das ist aber schnell gegangen. Können wir noch eins fahren? Nein, das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, da hättest du auch dann einen Gegensprecher. Das gibt zwar nicht ich, aber ich glaube, der Kenny hätte keine Lust mehr. Und vor allem nicht Puebla Oval. Kommt drauf an, wie dieses Rennen ausgeht. Also mir ist es egal. Aktuell bin ich noch relativ fit. Ich bin jetzt nicht mega angepisst. Das Rennen von gerade habe ich so halbwegs verdaut. Ja, das mit der Pizza. Mit dem S abgehakt. Achtung, da war Kenny. Dieser Orgasmus von Kenny. Heiß, heiß, heiß. Ja, mein Orgasmus klingt anders. Gut, wie viel? Und dann unten war ich. 6 Runden noch bis zum Boxenfenster. Na, wir könnten noch ein bisschen hinauszögern. Ich posiere gerade wie Randy Orton. Und wie war ich? Hey. War ich das, der schläft, oder sie? Kannst du dir aussuchen. Ein kleiner Arschkrepel, ne? Sei froh, wenn ich dich nicht überrumpel. Macht doch nicht. Die fixen sich doch jetzt weg, oder? Die KI. Aber Jokeler holt jetzt auf. So, auf jeden Fall auf Boah, wird auf die 12 zurückgefallen. Ich bilde mir ein, dass es aber ein bisschen besser wird, jetzt für Slicks zu fahren. Ich meine das auch. Also ich rutsch nicht mehr so arg wie vorhin jetzt. Deswegen ist er nicht auf Regenreifen gegangen und ist jetzt deutlich schneller unterwegs. Er hat auch neue. Ja, vielleicht kommt mir das auch so vor, dass ich die Regenreifen scheiße fahre, weil ich bin bei 20%. Es ist wieder dein Bro, oder Joker? Der freit das? Ja. So. Der fickt dich doch gleich wieder weg. Ich krieg Kurve 1 einfach nicht, Alter. Was soll ich denn noch anbremsen? Ich bremse den nämlich schon nach der letzten Kurve. Den Villotta überholt. Minus 3,1 Sekunden im ersten Sektor. Neuen Reifen hier. Ja. Zu Regenreifen. Oh, das war ein bisschen hart, der Einschlag, aber nichts kaputt gegangen. Joker auch schon überrundet worden? Nö. War nicht von mir. Da steht zumindest plus eine Runde. Ja, ich bin an der Box an ihm vorbeigefahren. Mein kleines BMW-Küsschen gibt's hier. Zwischen Jake und wer auch immer. Rogero war's, glaube ich. Ui. Immer nicht optimal. Also, weil ich im letzten Rennen noch gefragt habe, weil wegen Kotflügelreparatur, jetzt sehe ich sie am Boxenmenü. Aerodynamikschaden vorne, hinten. Und ja, anwählen. Vorne, hinten? Shake in der Box. Ja, was wird er wohl wechseln? Was wird er wohl wechseln, ne? Der ist schon ein bisschen dunkler geworden. Oh, nein, nein! Kies, Jacob, was gehst du? Auf was gehst du? Regen. Echt, du bleibst auf Regen? Ich habe tatsächlich überlegt, auf Six zu wechseln. Ey. Ja, es kann jetzt die falsche Entscheidung sein, aber ich denke mal, im schlimmsten Fall verliere ich das Rennen an dich. Ja, ist doch, der Abstand ist doch relativ groß zu dem Rest. So, Weißler an der Box. Ja, das war jetzt so, im schlimmsten Fall verliere ich es an dich. Ja, aber das Weißler ist schon wieder richtig. So habe ich es nicht gemeint.
Du kamst bei mir auch nicht an. Deswegen auch nur dieser tiefe Durchatmen. Das war eher das Mobbing gegen Joker. Jetzt soll ich dir mal. Weißler an der Box. Weißler an der Box. Jake fährt so wie, auf was gehst du? Boxler an der Beiß. Ich hab Slicks verlassen. Weil der Michi, der riskiert. Oh, richtig dunkel jetzt hier wohl. Ja. Aber das hatten wir ja vorhin schon mal. Weißler noch Platz 4. Weil mir so ein bisschen Regen natürlich jetzt gefallen würde. Bedingung ist feucht im Moment. Nach wie vor. Komm jetzt, geh an! Regen, aber das heißt ja nichts oh, bei mir. Oh, die hinter mir gehen jetzt auch wieder an die Box. Die müssen ja auch nochmal. So, war gut getimt. Ja, die haben den Zeitpunkt jetzt gut ausgewählt. Weißler, Platz 4. Weißler ist geil. Alten. Das sind doch diese Grand Prix World Ansagen. Kennst du die nicht mehr? Kennst du das nicht? So schade, dass man gar nichts sieht, ob auf was zu Reifen die gehen. Sieht man bei F1 nur vermindert. Ja gut, bei F1 siehst du die Farben zum Beispiel. Oh. Hier siehst du nichts. Larini und Menü ficken sich in der Box weg. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere, Chevy. Ja, gehen alle rein. Alle rein. So, jetzt heißt es einfach so durchkommen wie gerade eben, so schön die 17 Minuten. Der Reife hätte das tatsächlich noch 3-4 Runden länger mitmacht, aber erstens muss ich sowieso rein wegen Stoppfenster und zweitens 2.17, 2.02. Der Abflug vorhin jetzt, der hat mich bewegt dazu, jetzt in die Box zu gehen, weil wenn ich jetzt Horvath die ganze Zeit zuschaue, schaut so aus für meine Zuschauer in der Schnellvorschau, dass ich noch im Rennen wäre. Was, da muss ich am Controller rumfummeln? Ja. Kenny, was nimmst du jetzt? Auch Regen. Also, die ersten, bei den ersten vier bleiben 3 Fahrer auf der Horvath! Auf dem Horvath! Gerade live Kenny dabei. Und Weißler haben dieselbe Reifenmischung wie zu Start. Nur Joker hat gewechselt. Hallo Jake. Blick mal. Dann ist die endgültige Frage nach Horvath! Sag mir, Elben, gilt dein Zeugnis auch in Horvath? Vergesst Harvard. Horvath ist das neue. Hogwarts. Trainer! Sind doch die letzten drinnen. Montero! Klingt bei Kenny aber beim ähnlicher. Montero, Alter. So, jetzt den Korthals. Angoni. Ja, die, wo ich gerade überrundet habe, die sind jetzt auch alle reingegangen. Boah, Alter, was machen die? Was macht ihr denn vor mir, Alter? Das ist aber eine schöne dunkle Suppe, ja. Alles bleibt wie beim Alten. Wie bei der Alten. Der Alte. Boah, das war echt ordentlich dunkel. Ja. In der Tat. Jetzt bleibt's momentan auch dabei. Jokerle, komm näher. Noch fast eine Minute Abstand. Dann warst du in der Box, oder nicht? Ja. Und das jetzt so ziemlich sich aber stabilisieren, denke ich mal. Jetzt bei mir die Frage, hält mein Sprit? 21,5 Liter habe ich noch. Sektor 1. Da steht Müller, Ivan Müller. Kurz da vor steht Müller auf der linken Seite. Auf Wiedersehen. Da steht quer, noch, da steht doch wer. Achtung, die stehen nebeneinander, Larini und Müller. Oh, Larini ist drin, die in der ersten Kurve. Erste Kurve. Müller ist abgeschleppt, Larini muss noch dastehen. Damit Haft dreht sich auch weg, dreht sich alle in der ersten Kurve weg. Achtung. Damit hätten wir den ersten Ausfall. Jetzt weiter. Jetzt dreht sich Menü weg. Alter, was machen die denn? Huch! Jetzt leben wir noch das KI-Sterben wieder. Sie fahren ja weiter. Ja, aber jetzt ist die Nebel an derselben Stelle. Jetzt fliegt noch mehr rein. Achtung auf die erste Kurve, Leute.
Und der nächste, der sich wegdreht. Das heißt, die Chefi-Jungs, die in der Tabelle vor und hinter mir sind, die tun sich ganz schön bescheuert anstellen. Ja, es dreht sich jede KI gerade weg da. Menü ist aber mittlerweile in Punkten. Ist 8er. Ach Gott. Ich glaube, ich sehe Regentropfen. Das würde erklären, warum. Stimmt, ja, es regnet. Ja. Es regnet. Ja, in der Tat. Jetzt sehe ich auch. Ich höre es sogar. Ich musste nämlich gerade fast komplett runterbremsen, hatte fast kein Motorengeräusch mehr. Da konnte man die Regen kann man es uns ja noch am besten. So. Ja, es regnet. Box des Lab, Box des Lab, der Meißler geht auf Regenreifen. Für meine Scheibenwischer. Und weiß nicht, wie auf welcher, auf der Tastatur, welche Tasten das waren. Das ist bei mir der. L war es nicht. Rechte Stick, nein, nicht drin, der Boxengasse. So, Beißleiner Box, Box des Lab, schnell die Regenreifen raus. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 ich komme jetzt rein, Regenreifen. Aber hopp, 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 ich komme jetzt rein, jetzt. So komme ich raus. Ich bin gleich bei euch. Wow! Nachtanken braucht dann immer viel, weil mehr wie sie zu dieser Kanzler. Regenreifen stecken verhoben. Klang so. Alter, mein Sprit wird nicht reichen, Alter. Fuck. Es regnet tatsächlich. Strecke nass. Vorher ja, so geregnet. Ja. Ich wechsle jetzt auf Regenreif. Komm jetzt! Hopp, 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 hopp. Da sind keine Reifen drauf. Wir sollen so schnell machen, dass wir können nicht mal loslassen. Oh ja, jetzt kann man den Regen auch schön kann sehen. Ich Kurve viel besser fahren. Sehr schön. Ich glaube, ich habe jetzt Donner. Nicht gerade drauf. Also richtig gemacht. Jo, gut, du bist auf Regen, oder? Ja. Das ist komisch, dass du mal die richtige Entscheidung machst. Ja. Thompson, wieder gelb in Sektor 1. Achtung, wieder erste Kurve. Für mich war das ja günstig, Thompson dass und der Regen von der Bombengasse ist durchgekommen. Ja. Wow. Achtung, Thompson steht immer noch da. Thompson, aber Haf ist weiter. Der steht dir. Ja, der ist weitergefahren. Das ist wahrscheinlich auch schon vorbei. Ja. Boah, Thompson fährt richtig langsam durch die erste Kurve. Rudi, du bist überrundet. Fahrt wieder weiter. Please, please, danke. Making please. Das heißt, Weißler 5 Punkte, Haf und Tag 3. Die werden gleich. Also ich sag dir eins, Jake, das Auto lässt sich jetzt besser fahren mit ach, dem Regen, die ich kann jetzt auf einmal so fahren, wie wenn ich Trocken wäre. Verschreist du nicht, Michi? Nicht wieder? Es regnet aber jetzt im Moment, das ist auch an meiner Scheibe zu erkennen. Deiner Scheibe ist das Zeug, ne? Außerdem sind es nur noch 11 Minuten, so schnell können die nicht kaputt gehen, 11 Minuten. Dass mein Benzin reicht, also dann flippe ich aus. Wie viel hast du? Noch 16 Liter. Au! Also 16 Liter? Ja. Nochmal voll. Du musst noch circa 5 Runden. Ja, könnten, ja. Boah. 5 Liter eine Runde, Alter. Oh, fuck. Überrunde dich Jake noch? Nein. Ja, vielleicht besser. Dich einfach hinter Jake fallen lassen, hast du eine Runde weniger? Wenn er sich hinter mich fallen lassen würde, würde er sich auch gleichzeitig hinter Joker fallen lassen. Ja. Echt? Da sollte er lieber nochmal einen Sicherungsstopp machen, da bleibt er. Ich dachte, Joker ist noch weiter hinten. Einfach die Reifen nicht wechseln, 5 Liter rein und raus wieder. Bleibt er locker vor Joker. Dann raus, ja. Ich riskiere es. Au! Upsi. Jetzt fickt sich der gleich weg vor Jake. Das ist Beißler. Nee. Ach, der Michi. Hallo Michi. Da sagt er gar nichts. Der Sack. Hat er nur noch ein Licht? Was? Echt? Mhm. Na, dann ist das dein vorhin linkes mal Licht. Ja, ich raus. Bin, glaube ich, vorhin mal irgendwo eingeschlagen bei so einem Dreher. Aber ich habe das Licht jetzt angemacht wegen dem Regen. Achso, das ist jetzt sogar so mittlerweile richtig stark, ey. Weil du könntest mal in der Steuerung gucken, auf welcher Taste der Scheibenwischer belegt ist. Tastaturmäßig, bitte. Ich will langsam nichts mehr. Eddie, Jake? Jo, danke.
Weil ich verliere nicht so viel Zeit. Ich habe meinen Vorsprung schon wieder ausgebaut auf die Controller? Nee, Tastatur. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das alles auf dem Controller belegt. Ist bei dir auf dem Controller belegt, oder was? Bei mir ist auf dem Controller belegt. B9, das ist... Bei mir ist das der rechte Stick. Ich hab's auf S, aber das habe ich, glaube ich, auch. Das ist mein Begrenzer. Fuck, okay, ich hab einen Begrenzer gefunden. Begrenzer von der Starttaste. Oh, der Haft. Oh, wo fährt der hin? Was macht der Haft da? Oh, Alter. Also, Jake, in der Tat, es regnet jetzt aber sinnflutartig, oder, Jake? Also, jetzt. Stark Regen. Nichts verloren. Boah, wie der Pilotter bleibt was stehen. Die Formel 1 wäre schon hinüber. Smetski geht rein. Jetzt schon Safety Car gäbe wieder, ja. Und Kenny, wie viele Liter hast du noch? 13,2. Freitags geht, die gehen nochmal rein an die Box. Für circa 4 Runden. Die KI geht nochmal rein. Ich hab's schon im Boxmenü geguckt. Wenn ich da tanke, bei 13 Liter bin ich bei 4 Runden. Runden könnte ich bei 0,1 ausrollen. Sowas von hindurch. Ich könnte ausrollen mit viel Pech. Ich würde an deiner Stelle einfach nochmal in die Box gehen. 1, 2, 3, nein. Den Mann, sie hat es jetzt durch. Den Mann. Und danach so. Ja, ich meine nur, wenn er gleich weint. Wenn er gleich den Platz verliert oder alle Plätze verliert und mit dem Stop würde er ja nicht mal einen Platz verlieren. Gibt's hier sowas wie Lift and Coast? Kannst früher hochschalten, das wirkt sich, glaube ich, geht nochmal alle rein. Ja, Freitag kam vor mir raus. Wenn du früh hochschaltest, Kenny, kannst du eventuell Sprit sparen. Wenn du nicht der Dingens wegfügst in der Rini. Hey, easy going. Wenn nicht der Larini Scheiße. Scheiße, wie scheiße. So, aus dem Superball. Richtig nass mittlerweile. Guck mal, ja, klar, Regal 3. Wirklich... Sektor 3. Schönes Wetter. Darini geht rein. Boah, Alter. Menü geht rein. Komm schon, das muss reichen. Naja. Ja, jetzt geht sie alle rein. Ja, Kenny, die Runden werden jetzt natürlich nochmal langsamer, weil es extrem nass ist. Schade, war schon lustig, wie die KI doch draußen war. Boah, Alter. Ja, jetzt haben sie aber einen Mordrückstand. In der ja, weil sie alle drinnen waren. Da ist so viel Gelb hier überall. Sektor 3 ist das andauernd. Na, hoffentlich kachel ich nicht noch irgendein Idiot rein, der sich da jetzt quer stellt. Jetzt gehen nochmal wieder viele in die Box hier. Geh die gerade zum zweiten Mal nochmal in die Box, ey. Ich meine, du musst doch das dritte Mal reingehen zum Teil. Also ich war dreimal drin. Es war aber auch spontan, dass ich mich umentschieden habe. War aber die richtige Entscheidung. Ich glaube, auf Slicks wäre ich jetzt schon irgendwo in der Wand hängen geblieben. Alter, fahren die hier. Es war zu spät gebremst. Einmal Rallye im Kies, bitte. Das kann man sich mal erlauben bei einer Minute 13. Mal zu zeigen, ob der Seat auch Rallye-tauglich ist. Der einäugige Seat. Aber immerhin, ein Licht geht noch. Das reicht ja bei dem Wetter. Oh Gott, ist das ein Monsun hier. Komm, Smetski, durch den Monsun weg, der Haff! Der Smetski ist einer von diesen Golden Motorautos. Golden Ball. Golden Eye, things with trouble, golden eye, things with sad. Oh, never know. Ich überrunde dich, wenn du nicht rüberziehst. Und wenn du rüberziehst, dann schlag ich dir ins Maul. Da, 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 da. Kenny, Benzin? 8,83 Liter. Warte. Der Jill kann das ja mit einem. Zwei Runden. Könnt gehen. Oh Gott. Der Kenny muss zittern.
hatte ich doch in der STM auch mal irgend so ein Rennen, wo ich ganz knapp am Benzin war. Ich glaube, das war das in Helsinki, das zweite Rennen, wo ich auch ein bisschen weniger reingemacht habe. Das war, glaube ich, auch ziemlich knapp. Ich auch. Ja, Laguna Seca. Stimmt, geh aber du bist auch ins Ziel gekommen, fick dich, oder? Ey. Das riskiere ich nicht. Sehr weise Entscheidung. Kannst es dir ja, aber Kenny, selbst wenn du ausrollst, bist du noch vor dem Joker, oder? Nee. Nee, ich muss über Start ins Ziel kommen. Okay. Wenn er ausrollt, ich glaube, er würde Dritter bleiben, aber das... Ja. Marini, Mann! Aber er bleibt halt mit diesem Mini-Stop-Locker vom Joker, deswegen ist es nur logisch, dass er reingeht. Ich dachte, er ist ein Mann. Ist jetzt doch wieder eine Pussy. So. Wer für Pussy? Ja, weil, wie viele Liter hast du denn noch im Tank? Ach, warte. Ich hab noch voll. Alles Nesquik. Schade, fährst du nicht mehr mit. So, auf so einer Strecke bin ich hier aber weggelegt. Ich glaube, da wäre ich Fünfter, wenn der Valvo nicht mehr da noch dabei wäre. Ja, wäre der Kenny auch nur Dritter. Gegen dich, Lumpi, Alter. Du Lumpi, du. Trommel vor, ich hab dir einiges überwiesen. Du was fürs Geld. 6,51 Liter, ey. Oh shit. Einfach 2-3 Liter nachtanken. Nee, ich tank nicht nach. Tank ich nach? Jetzt doch nicht. Ich bin dein Mann. Oder tank ich doch? Junge, tank jetzt! Fahr einfach in die Boxmauer. Wenn du sicher bist. Ach, das hat er schon mal gemacht. Ich tank 3 Liter. Ja, eben. Spuck mir mal eben da rein. Stell die Reifenwechsel aus. Hab ich. Jetzt wichst du es in die Boxmauer. Oh! Der Fahrer? Es wird ein bisschen eng. Er fährt eine eigene Linie, ja, jetzt fickt er gleich in die Forsterswand. Bestätigen auch Kenny. Bobby. Er ist doch ein Mädchen vor dran. Oje. Maul. Eine Maul. Nachtanken. Auch nur auf der 11. Warten. Oh, Shorty Genet steht an der Schumacher Überschlagstelle. Auf was soll ich denn warten, Mann? Boah, die Schöne hat sich weggelegt. Das schönes Wetter wird. Montero 8er. Boah, ist das eine richtige Gischt und die Strecke ist... Oh, 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 wo fahr ich denn hin? Achtung! Oh, nein! Am Einschlag vorbei, am Thompson vorbei, ohne irgendwas Einschlag zu berühren. Einschlag kenne ich nicht. Puh. Dreisam. War knapp. Wirklich eine Minute, na, das kriegst du so noch mal hinkriegen jetzt. Wer der haft denn da für eine Linie? Ach, der will der Rangoni vorbei. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich hab den Rangoni wegen der Gischt nicht gesehen. Okay. Da ist ja der Jake. Tag. Hui. Bam. Haftbefehl. Wir sind verhaftet. Bäm! Ja, kann man einfach mal machen, darüber ziehen. Voll in den Haft rein. Impact vom Lenkrad war ein bisschen größer, hallo! Hallo. Oh, Thompson. Alter, ey, wenn du einmal. Du, oh, Haft, was geht? Jo, was geht, Haft? Robert, der nächste, der zur Überrundung ansteht, der ist 10. Zeit ist um. Letzte Runde. Final Lap. Mach doch sowas nicht. Oh, in der ersten Kurve, da... Na okay, das der sah Huff, nur so oder? Aus, als ob die da stehen. Check. Robert, die was? Erste, da geht der zum Huff, Platz oder? 9. Ja, ich wollte mir ausweichen. Mhm. Aber das... Oh. Alter, ich sehe ein einziges Geschlittere hier nur noch. Yo, okay. Hallo! Arschloch. War doch so eine Linie. Wer war das?
Kortals. Ach, weg da, wie da. So, vor Alter, mir werden jetzt ich gleich überrundet. Horvath auf der 10, die Jasta auf der 9. Und Theo ist übrigens 8er Bressler. Ja, aber ich werde ja trotzdem auf ihn weiter Punkte ausbauen oder aufholen. Ja. Komm, Horvath, mach jetzt Platz. Vorsichtig, mich sehr brav zu Horvath holen. So, aber die Aulos zur Überrundung, kann ich jetzt wieder weiterfahren frei. Nichts passiert, Valvo. Ja, beide über. Nichts passiert. Nichts passiert. Also Larini auf der 5, Menü auf der 6, Huff auf der 7 und Tera auf der 8. Dann Dust und Horvath. Ja, dann hole ich gar nicht so viel auf, wenn die anderen auch mit in die Punkte gespült sind. Schaut, da ist nicht letzter, wir klatschen mal kurz alle. Beide weiter am Überwinden. Kenny, wie ist der Abstand zu vorn und hinten? Jake hat eine Minute, über eine Minute Vorsprung. Oh, fuck. Jokula hat 23 Sekunden Rückstand. 22, 21. Okay. 23. Da war's Jokula. Da! Okay! Ist das Glückwunsch an Jake zu einem weiteren Saisonsieg. Zu dem 8000. Saisonsieg. Überraschung. Kenny müsste dann gleich auf der 2 ins Ziel kommen. Ja. Scotton hat sich auch wieder in Gang gesetzt. Und ich mache hier einmal Lichthupe für meine Boxenmannschaft, denn P4 nehme ich mit aus Australien. Und bei diesem Regen ein sehr, sehr schönes Rennen. Ja, jetzt regnet es ja richtig. P4. Penis 4. Ich habe 3 Liter nachgetankt. Hat's gereicht. Ich weiß noch nicht, mit wie viel ich jetzt rüberkomme. 2,9. Oh ja, das ist schon, also mit dem Regen hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Valvo hat schon im Qualify gewusst, dass uns das erwartet wird, aber. Aber es war echt heftig, also so ein Regenrennen hatten wir noch echt noch nie. Also das in Andersdorf war so ein Mischrennen, da war es trocken, Regen, trocken. Hier war es wenigstens klar. Also das wäre sich genau ausgegangen. Ich habe jetzt 3, oh! Doch nicht. Ich bin jetzt rübergegangen mit 2,86 Liter im Tag. Glückwunsch. Glückwunsch, Kenny. Gratuliere an euch. Ja, Glückwunsch an euch. Danke. In Andersdorf war es ein starkes Rennen. Gewohntes Rennen von dir. Echt Mühe gegeben. Ich muss aber sagen, hier war es die erste Kurve fand ich echt gut. Glückwunsch, Joker. Aber man muss aber auch echt sagen, hier, wenn es jetzt richtig regnet, erst trocken und dann richtig regnet, dann ist es wieder einfach. Aber das Mischwetter von Andersdorp, das war nix. Regen, trocken. Hier war ganz klar, nasse Strecke, feucht, trocken im ersten Abschnitt und danach Platzregen. Ich muss sagen, Gott sei Dank hatte Australien solche weiten Auslaufzonen jeweils, sonst wenn das in Pau oder so gewesen wäre, wäre ich schon lange weg gewesen. Da wären wir alle weggerutscht und weggeschwommen. Oh Gott, ich komme, glaube ich, nicht mehr in die Box, wa? Oder? Ah doch, ich glaube schon. Ja. Sehr zufrieden für diesen Tag. Valvo, was ist das? Von 5 gestartet auf 4 gekommen. Volle Rotze, Bam. Also. Das passt doch gut zum Rennen. Jake gewinnt vor Kenny, Joker, Michi, Larini auf der 5, Menü, Huff, Montero, Horvath und der Aste. Das ist die Top 10. Horvath leider an den Punkten vorbei. Ausgeschieden. Neben unseren Valvole Ivan Müller.
Und das war's also mit dem Rennen in Melbourne. Wir sehen uns nächste Woche wieder in Mexiko. Jo. Viva la Mexico. Mexico. Vielen Dank an Jake, an Kenny, an Mika und an Balbo. Danke, danke. Danke. Und dann sehen wir uns also nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.